Und es geht weiter. Wie ihr wisst, haben wir das letzte Mal ein Leko gefangen und wir teleportieren uns jetzt zurück ins Pokémon Center. Und ich zeige euch jetzt hier mal den krassesten Backlitch, was weiß ich, wie man es nennt, den ich kenne. So. Und ich bin gespannt, ob es auf Anhieb klappt. Weil wenn es klappt, dann wird das böse geil. Und jetzt mache ich hier ausnahmsweise ein Safe State, weil ich kein Interesse habe, immer wieder den Emulator neu zu öffnen. Das wollt ihr ja auch nicht. Und ich verspreche euch, das ist der einzige Safe State, den ich machen werde. So, hier. Teleport. Und ja, es hat geklappt, soweit. Awesome. Jetzt hier, ich kann Start nicht mehr drücken, das heißt. Ach komm, ich gehe hier kämpfen. Hier ist es. Platsch. Ich bin dein erster Gegner. Es geht los. Gratulation. Schwimmer setzt Sepa ein. Snubbel. Jetzt kommen wir dann gleich zum schwierigen Part. Weil ich muss ein, ich glaube, unter Level 10 Pokémon, ich glaube ein Level 5 Pokémon fangen, ohne ihm irgendwas anzutun. Und wenn ich das schaffe, dann bin ich stolz. Wow, Spiegeltrick. Wofür zur Hölle war nochmal Spiegeltrick? Ja. Silberblick. Ich glaube, Spiegeltrick war doch, um die Attacke vom Gegner zu mimen, oder? Kann ganz nützlich sein. Muss aber nicht. So, jetzt kann ich wieder Start drücken. Ich port mich mit Lekro zurück. Zack. Und jetzt muss ich zur Nuggetbrücke laufen. Zack. Fight. Was kommt? Ah, das Mew. Awesome. Ah ne, ist sogar Level 7. Wow. Pokéball. Ich habe kein Interesse daran, es auch nur auszuprobieren. Neben Vieh. Oh mein Gott, es kann doch nicht sein, dass es wirklich nicht funktioniert, ohne ein Geschwächt zu haben. Das ist doch uncool. Ich muss das Vieh jetzt ernsthaft schaden. Komm, ja, ich hab's gefangen. Ich hatte schon Angst. Ich hatte schon richtig Angst. Viele Experten bezweifeln die Existenz dieses Pokémon. Nur wenige Personen haben es gesehen. Oh, ich nenne es. Wie nenne ich das Vieh? Macht einen Vorschlag. Was? Dark Pace? Okay. Tja, ja. Tja, ja. Dark. Parts. Hey. C. L. Hey. Da soll nur ein L hin. Wo zur Hölle? Da ist P. Gut. Und wie ihr jetzt sehen könnt, hier ist Dark Pace LP. Status. Ein Mew. Mew, 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 Mew. Ja, ich bin ein Fan von Mew. Es tut mir leid. Und weil es so schön ist, ein Mew zu haben, denke ich mir, warum sollte ich kein zweites haben? Kann mir das einer sagen? Ja, uncool.
Na gut. Jetzt brauche ich aber erstmal wieder Pokebälle. Ich werde für mein ganzes Restgeld Pokebälle kaufen müssen. Verdammte Axt. Hey, ich hab doch gar nicht so viel. Yep. Oh, stimmt, ich kann ja auch mal ein Nugget verkaufen. Nugget, 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 Nugget. Hier ist Nugget. 5000. Kauf. Pokéball. Ich würde behaupten, 15 noch. Zack. Und das reicht mir. Zack. Kann ich? Ja, kann ich. Okay, das geht weiter. Ich meine, das Haupt-Pokémon habe ich jetzt schon, das ich haben wollte. Awesome. Ich weiß nicht, irgendwie tut mir der Typ leid, immerhin bin ich den übelst hier am Ausnutzen. Aber ich meine, er hat es nicht anders verdient, ne? Ja, ja, Misty muss warten. Ja, ja, ist schon klar. Goldini, Goldini. Snubble. Snubble, Snubble. Eevee Tag, Ben White, X. Ja, okay. Schon besser, schon besser. So. Jetzt rückwärts rennen. Ich fand, was für ein Pokémon dieses Mal rauskommt. Was meint ihr? Gebt einen Tipp ab. Wenn ihr recht habt, dann habt ihr recht. Mehr kann ich euch nicht anbieten, es tut mir leid. Zack. Gespannt. Nö. Also auf ein Sterndu habe ich irgendwie keinen Bock. Es tut mir leid. Sterndu ist gay. Lego. Ach ja. Und jetzt heißt es hier hoch zur Nugget-Brücke, ja. Und jetzt muss ich aufpassen, weil wenn ich jetzt Mist baue, dann kackt das ganze Game ab. So, das funktioniert. Ja, ja, zuerst wird gekämpft, schon klar, ist kein Problem. Oh, nix. Okay, ich habe mich geirrt. Doch, Problem. Erstmal Furienschlag. Das Problem ist, bei Spiegeltrick muss man, glaube ich, langsamer sein, ne? Egal. Furia! Bam! Genial. Wow, er greift weiter an. 5-mal hintereinander? Krass. Das war gut, Ben White. Furienschlag. Ich weiß, für viele ist das, was ich hier jetzt mache mit dem New Glitch, einfach cheaten oder sonst was, aber... Ganz im Ernst, es tut mir leid, ich wollte euch nur zeigen, wie man Mew bekommt und die ganzen anderen legendären Pokémon, bevor man überhaupt da an den Orden vorbei ist. Und ich meine, was soll's? Mal ganz im Ernst, ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt das Spiel so unfassbar Millionen einfacher macht. Ja, okay, ist es ja irgendwie schon, aber egal. Ich meine mal ernsthaft, wen interessiert's? Ich habe nie gesagt, dass ich mir das jetzt schwer mache, dass ich es auf normalen Wege durchspiele. Ich cheat ja nicht und nix.
gehört. Also bevor es jetzt hier weitergeht, mache ich einen Schnitt.